Grundsätzlich geht es erstmal darum, dass sich die Führungsrolle komplett verändert. Wenn wir mehr Verantwortung in die Teams reingeben wollen, die Expertise in die Teams reingeben wollen, dann heißt das, dass ich natürlich in irgendeiner Form meine Haltung dahingehend ändern muss, dass ich als Führungskraft für die Teams da bin. Also es ist nicht mehr in der alten Welt, sind die Mitarbeiter für mich da, mich erfolgreich zu machen, meine Ziele zu erfüllen für die da oben, sondern die Pyramide dreht sich um und ich bin für die Teams da, um die zu befähigen, die zu empowern, um mein Wissen weiterzugeben. Und das ist das, was es herausfordernd macht. Das heißt, wir brauchen in den Führungsrollen andere Kompetenzen und andere Haltungen, anderes Mindset. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das zu erlernen. Das funktioniert in Teilen bei Führungskräften. Andere tun sich schwerer damit. Wir haben aber auch Unternehmen, die sehen, dass sie Führungspositionen ganz anders besetzen. Das heißt, die Auswahl der Führungskräfte läuft anders, die Führungskräftequalifizierung läuft anders. In Teilen werden auch Führungsrollen neu ausgeschrieben, also auf ganzen Ebenen, weil die sagen, das ist eine komplett neue Rolle, die wir schaffen und bitte bewerbt euch neu drauf. Und es sind nicht die herkömmlichen Mechanismen, die euch zu einer Führungskraft machen. Und die spannende Frage ist, was legitimiert heute noch Führungskräfte, Führungskräfte zu sein? Ist es Status und Schulterklappe? Oder was macht es aus, jetzt Führungskraft zu sein in einem agileren Kontext? Und das führt häufig zu Identitätskrisen bei den Führungskräften, weil sich da natürlich sehr viel ändert am bisherigen System, weil wir natürlich über den bisherigen Weg dahin gekommen sind, wo wir hingekommen sind. Und da ändern sich die Spielregeln gerade. Also ich glaube, dass es momentan, zumindest Stand jetzt in den Organisationen, nur vom Management abgedeckt werden kann. Aus folgendem Grund. Wir leben momentan häufig so etwas wie ein falsches, agiles Führungsverständnis. Und das führt zu einem Führungsvakuum in Organisationen. Das heißt, die Führungskräfte denken so, aber wir machen jetzt agil, ich darf jetzt nicht mehr entscheiden und ich darf das nicht vorgeben und ich muss da lernen, loszulassen. Und es führt dazu, dass sie die Sachen in die Teams geben. Auf der anderen Seite sind die Teams häufig in der Situation, dass sie unsicher sind, weil sie noch nicht wissen, darf ich das jetzt schon entscheiden? Soll ich das schon entscheiden? Ist das nicht noch der Job von meiner Führungskraft? Und es ist so ein bisschen wie beim Fußball, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Am Ende passiert nichts und das ist das, was es so herausfordernd macht im Kontext von Agilität. Und deswegen ist es wichtig und eine der Kernaufgaben der Führungskraft ist es, klare Rahmenbedingungen und klare Rahmenbedingungen und Orientierung zu geben, weil diese Orientierung und diese Rahmenbedingungen zwingend notwendig sind, um selbstorganisiertes und selbstverantwortliches Arbeiten überhaupt zu ermöglichen.